Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch mal einen Tipp geben, wie ihr euer Hintergrund hier, Schreibtischhintergrund, ja mit älteren Wallpapers von Ubuntu-Versionen oder auch aktuellen ja, bereichern könnt. Und das zeige ich mal, was ich damit meine. Ich drücke einfach mal die rechte Maustaste, Hintergrund des Schreibtisches ändern. Und hier könnt ihr gut sehen, dass ich hier die ganzen Wallpapers von den also bevorigen Ubuntu-Versionen und auch der zukünftigen installiert habe. Die sind alle hier vorhanden. Ja. Ich gehe mal wieder raus, klicke einfach mal hier irgendwo rein und schon habe ich wieder ein anderes. Bei Ubuntu fällt sich ja so, dass jedes Mal, wenn ihr eine aktuelle Version installiert, dass ihr zwar ein paar neue Wallpapers habt, die alten aber dafür weg sind. Und ich finde gerade die Wallpaper-Sammlung von den ganzen Ubuntu-Versionen ziemlich gut. Und ja, ich zeige euch, wie ihr am besten diese installiert. Ich gehe dazu mal auf meinen Blog. Linux Ubuntu von mir. Und genau hier habt ihr die ganzen Terminal-Befehle zu allen Wallpapers, zu den ganzen Ubuntu-Versionen. Und dazu öffnet ihr einfach mal ein Terminal und gibt dann einfach hier Copy and Paste. Könnt ihr einfach rauskopieren und dann hier auf dem Terminal mit der rechten Maustaste einfügen. Und danach einmal für die Terminal-Session nach der Eingabetaste das Root-Passwort eingeben und jeden einzelnen Befehl nacheinander ausführen und geht danach einfach auf eine freie Stelle, Hintergrundschreibtisch ändern und schon habt ihr alle Wallpapers von den gesamten Linux-Versionen, eben bis Version, lass mal schauen, 9.10. Ich werde den Link zu diesem Blogbeitrag unter diesem Video einfügen. Ich hoffe, euch damit geholfen zu haben. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.